Es ist ja ein sehr tolerantes Haus, ein ganz tolerantes Haus. Und wer sich zurückziehen will, zieht sich zurück. Und wer Gesellschaft sucht, der sucht die Gesellschaft und findet sie dann auch. Wer in Ruhe gelassen werden will, wird in Ruhe gelassen. Also das ist einmalig. Ich hatte vor 1957 nie von Elmau etwas gehört. Ich konnte mich wohl erinnern, dass ich diesen spitzen Turm irgendwo mal so auf so einem Heft oder was gesehen hatte, weiß aber nicht mehr wo. Aber wenn das bekannt ist, ich glaube, das wird eine große Anziehungskraft ausüben. Und das Haus entwickelt sich jetzt ja unter der jungen Führung. Ich finde das ganz enorm, was der junge Dietmar Müller hier inzwischen geschaffen hat und was er noch beabsichtigt zu schaffen. Es entwickelt sich mehr und mehr zu einem allerersten Hotel. Es ist schon ein Hotel. Und zwar ein Hotel mit allem Komfort, den ich mir wünschen kann, aber es ist sogar mehr als ein Hotel. Und hier empfinde ich eine größere Leichtigkeit. Also ich empfinde, dass die Gäste lauter sind, also lauter nicht im negativen, sondern im positiven Sinne, als dass sie miteinander kommunizieren und reden oder sich miteinander treffen. Und auch, dass das Personal etwas legerer ist, aber in der gleichen Freundlichkeit oder Aufmerksamkeit wie in anderen Häusern auch. Wir kamen hier an und haben das Problem bekommen, dass wir gesagt haben, wir brauchen überhaupt nicht wegzugehen. Also das Beste ist doch, wir bleiben direkt hier am Haus, packen unsere Sachen aus, machen unser Picknick und dann gehen wir immer ein paar Meter weiter, weil es einfach überall so schön ist. Man muss gar nicht weit weggehen. Man kann sehr weit laufen und hat immer diese Schönheit. Aber es fängt wirklich direkt vorm Fenster an. Mein Großvater hatte die Idee, hier einen Raum, wie er es nannte, Freistadt des persönlichen Lebens. Ein Freiraum, frei von jeglicher Belehrung, Weltanschauung und Beeinflussung anderer zu schaffen, wo die Menschen für sich sein können, die Natur kennenlernen können, durch die Musik sich inspirieren lassen. Ich glaube, sein Problem war, dass er durch diesen Freiraum, den er sozusagen intellektuell nicht besetzen wollte und verteidigen wollte, dass er da Opfer einer Idealisierung der Wirklichkeit geworden ist. Und das möchte ich dadurch verhindern, dass wir in Zukunft uns intensiv mit der politischen Wirklichkeit auseinandersetzen und hier diesen Freiraum dadurch schaffen, nicht, dass wir einfach nichts tun und alles geschehen lassen, wie sein Credo war, sondern dass wir hier eine Vielstimmigkeit zu Wort kommen lassen, die diesen Raum besetzen und verhindern, dass man hier in dieser Idylle sozusagen in den Tiefschlaf versinkt. Auf Schloss Elmau finden über das ganze Jahr verteilt Musik- und Kulturwochen statt, bei denen Künstler von Weltruf fernab der Anonymität des kommerziellen Konzertbetriebes auftreten. Schubert ist für mich in vieler Hinsicht eine sehr zeitgenössische Figur, eine uns sehr nahe. In seiner Unrast als Stadtwanderer
Heute würden wir sagen, ein rastloses Single in einer großen Stadt. Das andere ist die Schubertsche Musik, die vor allem mit den Spätwerken weit, weit über die Epoche hinausreicht. Für mich also Mahler schon berührt fast. Und das sind alles im Grunde ganz inständige Vorauszeichnungen unserer Existenz. Der Wanderer der Winterreise, der namenlose Wanderer der Winterreise, ist durch unser ganzes Jahrhundert gewandert. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihr. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihr. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. Es ist die Atmosphäre, es ist die Landschaft hier drumherum, es ist dieses Gebäude selber, was im Grunde genommen auch so mit diesen knarrenden Dielen unter den Füßen spricht. Der Geist, der hier herrscht, ich habe bei mir selber das Gefühl, dass sich in meinem Inneren einfach ein bisschen was verändert, wenn ich durch diese Umgebung und durch dieses Gebäude hier gehe. Und es ist auch die Art, meistens jedenfalls miteinander umzugehen, die mich anspricht, die ich mag. Und dringt doch aus der Quelle die Brust zu Quientheit, als wollte dir zerschmettern des ganzen Winters Eis, des ganzen Winters Eis. Ihr dringt doch aus ihr Quelle die Brust zu Klientheit, als wollte dir zerschmettern des ganzen Winters Eis, des ganzen Winters Eis. Also der Bau begann ja, als noch kein Krieg war, 1913. Es wurden die Materialien von der Bahnstation Gleis hier hochgeschafft. Es wurden Pferdeställe in Gleis gebaut für 70 Pferde. Es gab ja damals noch nicht die Lastwagen. Es gab auch keinen Baukran. Und so konnte der Bau 1916 dann fertiggestellt und am Pfingsten 1916 eröffnet werden. Als Johannes Müller Elmau gründete, war er durch seine Bücher und Vorträge schon in ganz Deutschland bekannt. Er hatte Theologie und Philosophie studiert, lehnte deren Dogmen dann aber entschieden ab, da für ihn eine allgemein verbindliche Wahrheit nicht vorstellbar war. Stattdessen reizte ihn der Zustand der weltanschaulichen Lehre und damit die Offenheit für alles Neue, Andere, Fremde und Unbekannte. Es ist eine so schöne Zeit gewesen und ich fand es einfach so schön, mit dieser großen Familie im Müllerhaus zu wohnen, wo Gäste, wenn sie hier reinkamen, fragten sie immer, was ist denn hier? Ist hier eine Schule? Weil unsere ganzen Mäntel und Schulen, wir waren ja 11 Geschwister, hingen und standen und
Dann haben wir gesagt, nee, das sind wir alle. Wieso denn? Wie seid ihr denn? Wir sind 11 Geschwister. Wie heißt ihr denn? Michel, meiner Mann, Borschtau, die Titi, Bitsi, Bobby, Mucki, Ingrid, Wendle. Wie bitte? Was? Könnt ihr mir das nochmal wiederholen? Michel, meiner Mann, Borschtau, die Titi, Bitsi, Bobby, Mucki, Ingrid, Wendle. Ja, das sind doch nicht eure Namen. Doch, das waren, wir haben alle Spitznamen gehabt. Und wir haben uns alle so richtig genannt. Bei einer Aufnahme bin ich ja selber tanzend zu sehen. Und es war ganz selbstverständlich, dass unser Großvater jeden Sonntagnachmittag um 17 Uhr mit seinen Enkelkindern und anwesenden Gästekindern tanzte. Das war eine feste Regel. Und er hat uns damit sehr früh die Beziehung zur Musik auch über den Tanz beigebracht. Drei Tage hintereinander bei Tucciani, Chicoria und dann am nächsten Tag in der Philharmonie in München in einem Jazzkonzert mit Toby Hancock. Und es war so ein Unterschied. Also die beiden Konzerte, die ich hier erlebt habe, waren obwohl Toby Hancock, ich mag ihn auch wahnsinnig gerne, aber es war wesentlich intensiver hier. Also man hatte den Eindruck, dass die Künstler ganz anders hier gespielt haben und dass der Kontakt zu den Künstlern oder dass der ganze Saal irgendwie viel, viel mehr lebte, als es in der Philharmonie der Fall gewesen ist.
It's hard to put into words because you need really poetry to describe the environment, you know. Today was a particularly, the weather was particularly beautiful. A little bit of wet and rain, but then the sun and the colors changing all during the day. And the way I've learned about the cultural setup of Elmau is very interesting. I met the owners, who are very nice people. And I think it's an unusual kind of activity because it's a tough world we live in, you know, and there's not many activities like this that support the arts in such a way. Thank you.
Das ist die Mischung, die mich am meisten reizt, eben zwischen Sport und Kultur. Also, dass man auf den Berg geht und beim Abstieg dann schon weiß, dass man abends ein tolles Konzert erwartet, das ist schon ganz besonders toll. Wenn ein Kulturprogramm zu Ende ist, gehen die Leute meistens geschwind nach Hause und dabei hat sich's dann auch, ne? Und hier bleibt ein kulturelles Thema über mindestens 24 Stunden bestehen, bis das nächste Kulturprogramm kommt. Und das verbindet eigentlich auch die Gäste in Elmau, die dann den ganzen Tag sich darüber auseinandersetzen können, ob positiv oder negativ. Ich finde eigentlich auch Gemeinschaft hier, ja, was heißt Gemeinschaft, Begegnungsraum, also ja, eigentlich hier auch sehr wichtig ist. Und dass man, wenn man hier ist, in der Regel eigentlich wirklich wahnsinnig interessante Leute kennenlernt. Ich quäle nicht morgens aus dem Bett, damit ich die Wassergymnastik mitmache. Um 7:45 und immer 7:45 Volkstanz. Ganz Hans-Jürgen. Dann wird hier gegessen und dann war, was wirklich toll war, es war hier, waren diese alten Helferinnen, die eine 88-jährige Eva, die machte ja jeden Tag da draußen auf dem Balkon mit uns ganz besondere Gymnastik. Ja, das ist meine zweite Heimat. Ich habe ja nichts von der Welt gesehen außer Elmau. Ich war beruflich tätig und hatte immer nur im Winter 8 Tage Zeit und im Sommer war dann mit meinem Vater da, der Musiker war. Und habe einmal versucht, woanders hinzugehen. Da hat er gesagt, Kind, rede doch mal mit jemand. Da sage ich, je feiner das Hotel ist, je weniger kann man reden. Die Leute gucken dann einen erstaunt an. Und hier war das selbstverständlich, konnte man ja mit jedem ansprechen. Abends wieder die Konzerte. Also es ist kein Moment Ruhe. Ich wollte einen ganz wichtigen Brief schreiben, ich habe es noch nicht geschafft. Und sobald man hier ist, ist man in einer anderen Welt. Und wenn wir länger hier sind, ist es auch so, dass wir meistens dann das Auto einmal unten abstellen und nicht mehr benutzen. Man kann ja auch Wanderungen unendlich viele hier vom Haus aus machen. Und es ist wirklich so, als wäre man Stunden von München entfernt und vergisst sofort den Berufsalltag und alle anderen Dinge auch. Bisher war, könnte man vielleicht das vereinfacht sagen, die Ruhe das Ziel. Aller Tätigkeit hier. Und bei mir ist die Ruhe der Ausgangspunkt aller Tätigkeit. Sie ist nicht das Ziel. Wenn der Gast mit großer Unruhe abfährt, ist mir das vielleicht sogar noch lieber, als wenn er ganz beruhigt abfährt. Ich habe mir den Ort angeschaut und hab gesehen, dass sich sehr viel verändert hat im Vergleich zur Geschichte, die Elmau früher hatte. Und ich fand das offene Konzept dieses eigentlich sehr musischen Ortes sehr anziehend. Und ich habe mich entschlossen, dann hier sozusagen etwas für die Literatur zu tun. Und es hat sich eben in diesem Jahr angeboten, mit 50 Jahre Israel, dass wir mit israelischen Autoren anfangen. ביום השואה נסענו למורה שרה בקו 57 לבית יהודי וולין, ואני הרגשתי נורא חשוב. כל הילדים בכיתה היו עיראקים חוץ ממני, מבן דוד שלי ועוד אחד, רוקמן, ואני הייתי היחיד מכולם שסבא שלי לומד בשואה. Am Schluss, als der alte Fertig erzählt hatte, was er im Holocaust getan hatte, sagte er, dass alles, was wir gehört hätten, nicht nur für die Vergangenheit, sondern auch für das, was jetzt passiere, von Bedeutung sei. Denn die Deutschen seien noch immer am Leben und sie hätten immer noch einen Staat. Der Alte sagte, er werde ihn nie verzeihen und er hoffe, wir ebenso wenig und dass wir um Gottes Willen nicht in ihr Land fahren sollten. Neulich gab es ja israelische Kulturtage mit vielen Lesungen junger israelischer Schriftsteller und das finde ich ist ein ganz toller Schritt in die richtige Richtung, vielleicht auch nicht zu stagnieren, sondern auch neue Menschen und junge Menschen anzuziehen. Have a very nice tone, very good, but you must play home. Don't play ta-ra-ta-ta-ta-ri, but ta-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 
It's like what you have in the past. It's all Italiano anyway. What I want from you is more expression. Expression according to the music, according to what is written. For instance, it is written here, right at the beginning, forte. I know you played da-da-di-di-da, but this is not the character of forte. You must play da-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 da. You play da-da-da-da-da-da-da. It's very nice, but it is not the proper expression. You hear some music. See, this is not loud enough. You go there and you... Oh, it goes like that. But nothing has changed. It's just a bit louder than it was before. But otherwise, it's everything the same. Zum Beispiel jetzt, der nur mit Brainin da ist für den Meisterkurs, macht einen Streichquartettmeisterkurs mit 6 Streichquartetten aus aller Welt, von Japan, von China, von 2 von Frankreich, eines von Italien. Wir haben eines polnische Streichquartett, das in Amerika gerade studiert. Es ist wunderbar, wenn man an den Tisch sitzt und sieht diesen alten Meister mit seinen, der ist gestern 75 geworden, also man darf ihn schon auch alter Meister jetzt inzwischen schon nennen. Wenn man ihn sieht am Tisch mit seinen Kollegen, mit seinen jungen Kollegen und irgendwie ein Teil von diesen Diskussionen ist. Thank you.
Es ist hier deswegen auch natürlich einzigartig, dass wir so lange da sind und mit dem Publikum unter einem Dach wohnen. Das hat Vor- und Nachteile, weil also die Vorteile sind natürlich, dass auch dadurch eine unheimliche Verbindung entsteht zwischen den Künstlern und dem Publikum. Und das Publikum reist ja zu so einer Woche auch im Grunde genommen an, weil sie sich das ausgesucht hat, diese Konzerte zu hören. Also ist das auch schon besonders offen daher. Es hat natürlich auch Nachteile, weil man den ganzen Tag, am Abend hat man Konzert und man trifft das ganzen Tag über im Schwimmbad oder sonst wo das Publikum und steht dann irgendwie anders unter Druck, als wenn ich vor einem völlig anonymen Publikum spiele. Aber es hat seinen Reiz. Johannes Müller hatte nie die Absicht, ein Hotel im üblichen Sinne zu bauen, sondern mit seinen Vokabeln eine Begegnungsstätte für aufgeschlossene Menschen. Für ihn war damals schon das regelmäßige Tanzen mit den Gästen wichtig. Tanz nicht als Unterhaltung, Vergnügen oder Schwurf, sondern als eine kulturelle Veranstaltung. Das Tanzen ist enorm verbindend. Man sieht dann die Leute und verabredet sich dann auch für den Tag. Es geht ja gleich morgens los mit diesem Tanz. Zuerst fand ich es so ganz bisschen albern, aber jetzt finde ich es ganz hervorragend. Und habe schon fast gedacht, ich könnte in der Hochschule auch sowas einrichten. Nach umfangreichen Renovierungen und Neubauten präsentiert sich Schloss Elmau nicht nur äußerlich erneuert. Auch die kulturellen Veranstaltungen sind vielfältiger und innovativer geworden. Vieles ist jedoch immer noch so, wie es zu den Zeiten Johannes Müllers war. Beim Essen werden die Gäste nicht von glatten Profis bedient, sondern von jungen Helfern, die aus der ganzen Welt kommen. Insgesamt weht jedoch ein neuer Wind auf dem Schloss. Die Atmosphäre ist experimentierfreudiger und weltoffener geworden. So findet etwa das von Giora Veitmann veranstaltete World Music Festival statt, das ganz neue kulturelle Akzente setzt.
Jora Feilmann war so begeistert, dass er mich sofort gefragt hat, ob er hier auch ein Festival machen könnte. Er hat schon sein ganzes Leben einen Traum, bestimmte Künstler einzuladen und mit denen eine Woche zusammen zu verbringen. Das hat er nie geschafft. Die Hektik des Konzertbetriebs erlaubt ihm nicht diese Möglichkeit. Er hat auch den Raum nicht dafür gefunden und hat mich gebeten. Und ich habe natürlich gesagt, na klar, es ist gar kein Problem. Das ist also, bei ihm ist die Begeisterung schon in ein richtiges Engagement ausgeartet. How was this set of... We do all that, right? And then... And after that, we go to the... The first one is the first one. how we arrive there? We start? Well, what do we do? No, we're doing... No, we're doing...